und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Jedi Fallen Order. Juhu. Letztes Mal haben wir ziemlich viel gemacht. Letztes Mal haben wir unser Lichtschwert neu gemacht und in so ein Doppel- und zwei Lichtschwerter und eins. Leider, ja, ist das Doppellichtschwert oder in zwei Lichtschwertern nur zum Chargen quasi da und sonst nichts. Ich weiß nicht wie. Ich springe einfach mal. Ah, vielleicht sogar wirklich. Ah, nee, glaub nicht. Ei, warte. Genau da unten. Oh, da gibt's was zum Ziehen. Da kann ich irgendwas ziehen. Da kann ich irgendwas pullen. Warte, ich, aber ich kann ja den da, oder was? Nee. Kann ich dann mit dem Stein dann machen? Wahrscheinlich dann wirklich von da. Aber wie komme ich da hin? Ich gehe jetzt mal kurz da hoch. Und warte. Erstmal ausruhen. So. Dann werden zwar alle wieder da sein, aber das ist ja uns egal. Oh, warte. Entschuldigung. Ich kann jetzt nämlich mit zwei Fähigkeitspunkten kann ich, glaube ich, jetzt den Pull machen, ne? Ja. Halte 3 plus 2. Okay. Ich glaube, das ist eine ziemlich... Hier. Ich kann mich an die Höhlen erinnern. Ich wollte unbedingt mein Training beenden und Jedi-Ritter werden. Nichts davon blieb. Der Orden existiert nicht mehr, aber der Traum, wofür er steht, lebt in uns weiter, Kerl. Wir erschaffen ihn neu, falls wir Cordovas Holocron finden. Hey, ein Eindringling! Hier rauf! Ich verfolge ihn! Der Jedi ist schwer zu treffen. Achtung! Angriff neutralisiert. Unkompetent. Das werden Sie bereuen. Ja, das stimmt. Danke. Alter, jetzt. Wertlos. So, gut. Ich muss mal schauen, wie viel Mana das kostet. Und jetzt hier? Irgendwo anders hin. Aber es geht irgendwo hin. Oder es geht um die Kurve. Also ich muss mir gleich mal was zu trinken. Alter, ganz ehrlich, wie das Licht von Billy sich im Eis reflektiert. Das ist schon richtig cool. Das mag ich voll. Und das ist ja noch nicht mal RTX an. Oder? Habe ich RTX an? Ne, ich glaube Star Wars, die haben das nicht. Nee. Nee, leider. Hä, maximale FPS? 120. Die haben das leider nicht on angemacht.
Ah, okay, okay. Jetzt sind wir hier und jetzt alles klar. Okay. Nochmal Rutsche. Boing. Ah. Oh, wie praktisch. Oh, Lebensmittel. Hüte dich vor deinen Gefühlen, Jüngling. Aber Meister, das ist leicht. Aber Meister, das ist leicht. Hüte dich vor deinen Gefühlen, ja. Jüngling Stolz. Die Tasche gehört einem Jedi-Meister, der versuchte, einen Jüngling Weisheit zu lehren. Okay, dann haben wir das geschafft. Okay, und jetzt geht's da wieder hoch. Oh Mann. Ja. Ich bin hier sehr viele sinnlose Tode gestorben. Du kannst auch wieder hochgehen, ne? Danke. So. Das haben wir jetzt erforscht. Ich glaube, relativ weit erforscht. Okay, jetzt können wir wieder raus. Okay. Fast zu weit. Mit wem hast du ge... Ah, mit dem da oben. Er kann uns nicht alle besiegen. Bringt ihn zur Strecke. Na dann. Haltet Ausschau nach ihm. So, dann. Ich wusste, dass das so enden würde. Geil. Du bist zu schnell. Entschuldigung. Daneben. Ich kann einfach nicht. Ich kriege dich. Kann ich eigentlich den... was? Oh Mann, das... Ah, den Strike macht er dann von allein. Ich habe aus Versehen gepullt und nicht gedrückt. Oh, ich wollte ihn ins Wasser stoßen. Und schauen, ob die dann sterben oder nicht. Ah. Hohohoho. Oh Mann, der hat es voll zerstört, du Arsch. Das war voll der geile Zug gerade von mir. Oh, ich dachte, der hat schon wieder nicht gemacht. Ja, das ist echt eine böse Kombi. Ich bleibe an dir dran.
Zähle genau! Hey, auf, du Feigling! Du hast mich gerade. Ich brauch was, Kumpel! Ich dachte, der Ender wäre gerade. Ich war schneller mit meinem Strike. Ja. Er flieht! Habe Schaden erlitten. Viel hat Schaden erlitten. Du bist schnell. Unbedeutend. Es fehlt dir an Überzeugung. Wir haben die Oberhand. Los. Tschüss. Minderwertiger Jedi. Ihre Überlebenswahrscheinlichkeit ist gering. Boah. Sehr gering. Boah. Dieser scheiß Raketentrooper. Noch ein Stim. So. Sie wehren sich immer noch unklug. Bleib stehen und kämpfe. Tja, Idiot. Wenn du mich nicht so genervt. Oh. Ah, nee, das ist nicht richtig. Wenn der mich nicht so genervt hätte. Okay. Jetzt sind wir beim Ausgang, oder? Ja, gleich. Nach der Rutsche. Nee. Wie sind die eigentlich hier reingekommen? Sind die auch getaucht? I doubt it. Hui. Die Erklärung finde ich ganz cool. Also, ihre Verschlüsselung ist gehackt. Ich störe ihre Nachrichten, aber das geht nicht lange gut. Vielleicht gewinnen wir so Zeit. Danke. Hier sind überall Sturmtruppen. Illum war unser Planet, Kerl. Das dürfen Sie nicht vergessen. Das finde ich cool, dass sie ihr das so geklärt haben oder gelöst haben, dass das Wasser eben durch den Vulkan warm ist. Und beim anderen Wasser ist es ja kalt quasi. Das finde ich ganz in Ordnung. Aber klar, ist, wenn man aus einem warmen Wasser kommt, dann. Ja, und im Eisplaneten, also. Ja. Ist trotzdem ein bisschen heftig, dass der überlebt, aber in Ordnung. Erledigt. Das ist gut. So. Die zerstören hier den ganzen Tempel, diese Arschgeigen. Aktueller Status? Status, bereit und hungrig nach Action. Bestätige. Bereitschaft beibehalten. Wer ist das? Gegner nähert sich. Jo. Holen wir ihn uns. Wo ist der hin?
Hinter euch ist ein Feind. Dranbleiben! Wir brauchen ein bisschen einen Schlag nochmal. Erledigt den Eindringling! Jetzt sind nur noch du und ich übrig! Ich hab verfehlt! Der Donner ist ausgefallen! So. Ja, passt. Sie sind durchgebrochen und haben Verstärkung gerufen. Jeder Sternzerstörer im Sektor kommt hierher. Wenn sie vor dir hier ankommen. Nein, sie dürfen uns jetzt nicht noch kriegen. Ich bin da. Ja, dann würde ich mich mal beeilen, ne? Hier, da kommt Besuch. Griefer, die Mantis fließen. Hä? Mit dem Imperium im Schlepptau? Hast du sie noch alle kleiner? Vertraut mir. Okay, wir schließen das Schiff. Hä? Wo kommt der denn her? Würdest du mir bitte helfen? Ich fühle mich großartig. Wo kam denn jetzt der zweite her? Einfach da gespawnt oder was? Gut gemacht. Ohne euch alle wäre ich nicht hier. Die Zuflucht. Beim Verlassen der Höhle entdeckte Karl auf Illum eine große angelegene Minenoperation des Imperiums für den Abbau von Kyber-Kristalllager des Planeten. Während sich Karl und BD auf BD den Weg zur Mantis freikämpfen, griff Zir und Triller's Trick in Mirktruls Grab zurück, um zu verhindern, dass das Imperium Verstärkung anordnet. Das Imperium konnte den Hack zwar umgehen, aber Kai und BD hatten damit genug Zeit, zur Mantis zurückzukehren. Nun, da sein Lichtschwert wiederhergestellt ist, muss Kai noch nach Datomir zurück und sich erneut der dunklen Seite stellen. Als ich auf Bracca war, träumte ich davon, Coruscant mit Überlebenden vom Rat der Jedi zu stürmen. Jetzt setzt der Orden alles auf einen Spieler, einen gefallenen Jedi und einen gescheiterten Padawan. Ein Haufen Versager. Das kannst du laut sagen. Auf BD kann man sich verlassen. Er ließ Cordova seine Erinnerungen löschen, blieb zurück, um uns zu führen. Aber auch wenn es unmöglich erscheint, ihr beide würdet alles opfern und weitermachen. Scheitern ist ein Teil der Reise. Jetzt verstehe ich. Danke. Euch allen. Nicht jetzt, ich muss arbeiten. Kann ich. Gut, dann... Dathomir it is. Hey, war auf Dathomir nicht dieses abgestürzte Riesenschiff? Ob es da drin was zu holen gibt? Sepho? Das Riesenschiff. Na gut. Dann schauen wir mal, ob da das Riesenschiff... Wenn der Orden wieder existiert. Oh, Entschuldigung. Kommen dann die Jedi aus ihren Verstecken? Wie kommen Sie darauf, dass es Jedi gibt, die sich verstecken? Na, nur Neugier. Denken Sie dabei an jemanden Speziellen? Als wir aufwuchsen, gab es Geschichten über einen grünen, spitzohrigen, legendären Jedi-Meister und... Reden Sie von Meister Yoda? Ja, der ist wirklich eine Legende.
Moment, was? Wer? Nein, nein, ich rede von Meisterin Yaddle. Aus dem Hohen Rat der Jedi, meinen Sie? Ja, wir haben alle unsere Träume, okay? Lassen Sie mir meine. Kein Problem. Wir verlassen gleich den Hyperraum. Setz dich. Ja, mach ich. So, da bin ich mal gespannt. Gibt's hier noch was zu reden? Ah, da drüben. Sieht gut aus, aber ich krieg nichts runter. Gibt's Aktivitäten? Wir müssen vorsichtig sein. Das Imperium ist immer noch auf Zepho. Die zweite Schwester macht mir mehr Sorgen als die Sturmtruppen. Ich muss zugeben, mir geht's ganz genauso. Triller war schon in jungen Jahren sehr klug. Deshalb habe ich sie auch zu meinem Padawan gemacht. Sie hat sicher viel von euch gelernt. Als ich ein Sucher war, bin ich von Planet zu Planet durch die Galaxis gereist, um Jedi zu finden. Ich habe viele faszinierende Orte gesehen, verrückte Personen getroffen. Und viel gelernt, was ich dann Triller beigebracht habe. Die perfekte Inquisitorin. Unglücklicherweise ja. Darum hat der Imperator sie auch beauftragt. Sieht gut aus, aber ich krieg nichts runter. Das Imperium ist hier. Unsere Mission bleibt die gleiche, egal was ihr abfangt. Wir können uns trotzdem vorbereiten, Kerl. Ich weiß, was da ist. Ich habe gekämpft. Ich schaffe das. Ich finde das Holocron. Triller wird es beobachten. Wir müssen zuerst dort sein. Ich dachte, Grease Wetterei hätte die Mission gefährdet. Aber ich habe dieselben Fehler gemacht. Ja. Nicht jetzt, Kerl. Okay. Ich konzentriere mich. Seid vorsichtig, ihr beiden. Passt aufeinander auf. Sieht gut aus, aber ich krieg nichts runter. Ich habe Bauchschmerzen, weißt du? Ich habe keine Ahnung, was da abgeht. Ich mache gutes Essen, bin auf meinem Schiff. Klingt, als würde der Job sein Tribut fordern. Ja, kann sein. Als Sia mich hierfür angeheuert hat, da war mir nicht so ganz klar, worauf ich mich einlasse. Ja, nun, sie erzählt nie wirklich alles. Ich hab nie gefragt. Ich wollte es auch nie wissen. Das war mein Mantra. Je weniger ich weiß, desto besser. Zumindest dachte ich das. Manches sollte man wissen. Ist schon okay. Wird schon werden. Hat meine Urgroßmutter immer gesagt. Legst du beim Wetten eine Pause ein? Eine lange Pause, Kerl. Es ist hart. Aber ich werde damit fertig. Ich habe uns in Gefahr gebracht und ich werde es doch wieder gut machen. Aber ich bin echt nicht der Einzige, der Probleme hat. Das stimmt. Ich kenne solche Kämpfe zur Genüge. Also, vielleicht nicht genauso, gar nicht genauso. Keine Macht- oder Rettungsmissionen. Aber meine alte Crew auf Lateron und ich hatten uns auch über das Imperium und unsere Heimat in der Wolle. Letztlich haben wir uns doch alle gegenseitig geholfen. Irgendwie. Wo sind sie? Sie haben es nicht geschafft. Aber darum geht's nicht. Ich überwache die imperiale Kommunikation. Ich hab mir... Ja, okay. Gut. Dann schauen wir mal. Uiuiui. Alter. Ja, hier gibt's einiges, was ich noch nicht angeschaut habe. Okay, wir fangen mal mit dem an. Achso, nee, das geht nur dahin, dann dahin. Okay, gut. Egal. Ach. Komisch, dass uns die TIE Fighter hier nicht sehen. War ich da hinten? Bestimmt. Naja, gut. Schmarrn. In der Halle ist es. Im Hangar quasi. Was sind das für welche? Wahrscheinlich Kopfgeldjäger, ne?
Na gut, dann sagen wir mal hallo. Hi. Hey, das ist unsere Zielperson. Hey, hör auf! Erlege Ziel! Gar nichts. Nein, was? Auf ihn! Du wirst nicht überleben. Hör dich noch, wart's nur an. Augenschützen! Du machst mir keine Sorgen. Achtet auf eure Köpfe. Läuft weg. Ziel getroffen. Stimmt, BD. Ich werde das genießen. Fängt hier fertig den machen, aber egal. Die waren nicht so schwer jetzt. Kommando der Haxoi-Brut. Kombiniert Blasterfeuer häufig mit Blendgranaten, Schildangriffen und Repulsorwellen, nähert sich vorsichtig. Ihre Schilde beschützen sie vor Angriffen mit Lichtschwertern, aber nur wenn sie aktiviert sind. Der gut? Der Gute tut? Okay, kann ich gar nicht. Ah, cool, wie hier noch meine Lichtschwert-Dinger sind. Wahrscheinlich sind es gar nicht die von mir. Na gut, also. Das war mal schon mal ein netter Empfang hier. Sie geht einfach nicht auf. Die habe ich doch schon aktiviert eigentlich. Naja. Dann. Soll ich hier lang gehen? Ne, ich gehe mal hier dann lang. Ja. Easy. Ist da was? Ah, okay, hab ich schon gemacht. Jetzt geben sie aber Gas. Seid ihr um Grease sicher? Kümmere du dich um die Mission. Ich halte uns von ihrem Radar fern. Das wird schon. Ich bin sicher, wir werden dich besiegen. Ah, okay, ich bin raus. Wenn nur noch Staub übrig ist, das wäre unklug angesichts des Potenzials für wichtige wissenschaftliche Funde. Was weißt du denn schon? Was weißt du denn schon? Darüber komme ich nicht mehr. Ups. Feind! Hier ist ein Feind! Verstanden. Ich krieg ihn nicht! Ich verfolge ihn! Richtet den Eindringling hin! Feuer auf den Jedi! Hier rauf, Beeilung! Mich sogar erwischt. Der Schlawiner. Genau, hier war ich auch schon. Das fand ich übrigens cool, dass wir die Frau gefunden haben. Die hier geflohen ist. So. Oh! Der Jedi ist schnell! Ja. Danke. Du nicht. Eindringlinge und Hund!
Oder nicht mehr. So. Oh. Da könnte es ja nicht schießen. Komm raus, Kumpel. Da unten. Holt ihn euch. Ich weiß nicht mehr, wie das funktionieren könnte, aber es war cool. So. Mit einem Streich. So, da drüben konnte ich nicht hin, da waren wir Alpha-Mann. Hey. Tja. Gut. Da unten. Ah ja. Da muss ich ja gar nicht mehr hier hoch. Hab ihn gefunden. Bleib an ihm dran. Nicht nachlassen. Ich hab verfehlt. Der Strike ist ab. Da haben wir schon mal was da vorne ist. Ah, eine Truhe. Okay, alles klar. Mach dein Ding, Kumpel. Ja, da ist auch einer. Wie ist er hier hingekommen, wenn das so und los geht's. Komm raus, Kumpel. Komm raus, Durit. Okay. Ja, manchmal. Tritt vor zur Identifizierung. Du kannst ruhig blocken. Ich brauche nur ein paar Treffer. Hä? Du bist ziemlich schnell. Danke. So. Sind sie hier drüber gehüpft oder was? Naja, okay, lustig. So. Dann ruhen wir uns mal aus. Weil, ja, die Feinde sind ja ziemlich easy. Und dann würde ich sagen, nächste Folge. Schauen wir mal hier rein, oder? Also hier geht's dann dahin. Und da gibt's hier eine Tür. Und dann vor allen Dingen da hinten. Also hier gibt's eine Tür. Dann können wir da hoch. Da rüber. Und dann mit dem Aufzug da hoch und dann das da. Oder wir gehen... Ja, das schauen wir dann. Gut, auf jeden Fall. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Bye-bye.